Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei The Book of Unwritten Tales Teil 2. Unser freundliches Personal begrüßt euch ganz herzlich hier zu dieser netten Folge und wir haben den neuen Hausmeister-Troll hier, der auch von der Van Buren, oder wie sie heißt, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, eingestellt wurde. Wow, der neue Hausmeister-Troll. Ja, dann stellen wir uns dem entsprechend mal vor. Er sieht ja recht freundlich aus, soweit. Guten Tag. Hallo. Ich bin Wilbur Wetterquarz. Professor Wilbur Wetterquarz. Ich bin der Lehrer für... Also, ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Okay, ein sehr freundlicher Troll, sehr redegewandt. Wenn du mit mir reden würdest, könnten wir gemeinsam viel mehr für die Schule erreichen. Nun komm schon, ich verlange, dass du mit mir redest. Na toll, noch einer, der hier Forderungen stellt. Was machst du gerade? Wonach sieht es aus? Oh, ist sehr freundlich. Es sieht aus, als würdest du die Halle sauber machen. Also, ab und zu. Ein wenig. Na, ist mein Job. Bin Hausmeister. Was dagegen? Oh, ist sehr nett. Bist du schon lange Hausmeister? Und was genau ist dein Aufgabengebiet? Ich schmeiß den Laden hier. Ach. Ohne mich läuft nichts. Das kapiert nur keiner. Oh. Verstehe. Allerdings haben auch die Lehrer, die Schulleitung und andere einen kleinen Anteil am Erfolg der Schule, nicht wahr? Was für ein Erfolg? Hast dich in dem Loch hier mal umgesehen? Eklig. Alles dreckig und heruntergekommen. Ja. Ich finde den cool. Ja, ein typischer Internet-Troll. Ja, es ist in der Tat relativ dreckig hier. Wäre es nicht deine Aufgabe, etwas dagegen zu tun? Was meinst du, was ich hier gerade mache? Könnte noch etwas dauern, bis du mit dem Saubermachen fertig bist, oder? Wenn du das sagst, Schlaumeier. Ich wette, Ratsvorsitzende Van Buren hatte die Stelle hier verschafft. Klar, sie wollte den Besten. Naja. Ich glaube eher, es wäre ihr ganz recht, wenn es hier in der Schule nicht voranginge. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein Schwätzer. Bert meint das auch. Wer ist Bert? Ein Kumpel von mir. Er findet auch, dass du ein Schwätzer bist. Aber ich kenne Bert nicht. Selbst wir haben uns doch gerade erst getroffen. Du sagst also, dass ich lüge. Das ist genau das, was Bert, mich und die anderen so an dir stellen. Es gibt doch gar keinen Bert. Du lebst sowas von in deiner eigenen Welt, Schwätzer. Oh nein, oh, ich kann nicht mehr. Direktor Bloch hat angeordnet, dass wir zusammen die Eingangshalle reinigen und von Spinnenweben befreien sollen. Bin doch schon dabei. Ja, aber es scheint nicht gut voranzugehen. Du kannst es natürlich besser. Das nicht. Nur vielleicht kannst du Hilfe gebrauchen. Hast du noch andere Putzutensilien? Besen, Kehrblech? Klar habe ich alles. Gebe ich dir aber nicht. Besorg dir den Kram selber. Was soll denn das? Ich biete dir meine Hilfe an und erspare dir damit viel Arbeit. Heul doch. Oh, die Unterhaltungen sind ja zu geil. Das ist, glaube ich, eine der besten Kombinationen hier im Spiel. Das ist, ja. Ich dachte echt nicht, dass der Anfang halt eben noch übertroffen werden kann. Aber der Troll, der ist echt grandios. Oh. versuchen wir weiter Vernunft gegen Troll. Sieh mal, du hast die Aufgabe, die Eingangshalle zu reinigen. Ich habe die Aufgabe, die Eingangshalle zu reinigen. Wenn wir zusammenarbeiten, geht es für beide schneller. Leuchtet dir das nicht ein?
Klar, Professor Superschlau muss es ja wissen. Alle anderen sind ja nur Idioten. Das sage ich ja gar nicht. Aber es ist nun mal Fakt, dass... Keine Ahnung von gar nichts haben, aber sich hier aufspielen, was? Es ist ganz offensichtlich, dass... Keine anderen Meinungen zulassen. Das hatten wir hier schon mal, weißt du? Scheiß Faschist. Ich will keinen Streit mit dir. Deine Eltern sind Geschwister. Alle drei. Oh. Jetzt mal ernsthaft. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Bitte. Du kommst mit deinem Leben nicht klar, hä? Und jetzt soll ich das wieder für dich regeln, wie immer. Du hast mir noch nie geholfen. Wir kennen uns überhaupt nicht. Oho, der feine Herr hält sich für was Besseres und kennt uns plötzlich nicht mehr. Ich glaube langsam, es macht dir Spaß, mich zu ärgern. Alle hassen mich nur, weil ich geil bin. Niemand hasst dich. Doch, die Leute behaupten, ich sei arrogant. Aber woher wollen die das wissen? Mit denen gebe ich mich doch gar nicht ab. Und weißt du, was der Hammer ist? Nein. Ein Werkzeug, haha, Idiot. Alle hassen mich, weil ich geil bin. Oh, es tut mir echt leid, das ist... Oh, der ist klasse. Ich halte für einen Freund die Augen auf. Informier mich bitte, wenn es hier in der Schule besondere Vorkommnisse gibt. Hä? Naja, wenn sich zum Beispiel jemand in der Schule herumtreibt, der hier nichts zu suchen hat. Wenn Dinge verschwinden oder sowas. Da war ein Penny in der Tür. Wie bitte? In der Ausgangstür war ein Penny, ging nicht mehr auf. Oh, JD. Aha. Das ist wohl eher nicht so wichtig. Hast du den Penny da reingesteckt? Nein. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. War schön, mit dir zu reden. Ich verstehe gar nicht, warum so viele nicht mit Trollen reden wollen. Alles Arschlöcher. Wollen nicht, dass wir unsere Meinung sagen. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Deswegen lasse ich dich ja reden. Ja, aber dann wird von dir alles, was ich sage, runtergemacht. Wer hat dich hier eigentlich zum Sheriff ernannt? Mit dieser Schule geht es bergab und das schon seit langem. Seitdem du und ein paar andere hier sind, gibt es nur noch Stress. Du bist doch erst seit heute hier. Früher war das nicht so. Aber jetzt muss hier alles politisch korrekt sein. Oder man wird sofort zum Schweigen gebracht. Ja, gut. Wiedersehen. Oh, zu nice. Der Troll ist echt... Kann ich mit ihm irgendwas machen? Alter, muss er ständig nerven. Direktor Bloch will die Kobolde loswerden. Hat er mir nicht gesagt. Aber mir. Und ich will, dass du mir hilfst. Wollen kann man viel. Probieren wir es nochmal nicht. Wir machen einfach wieder. Das ist zu nice. Ich habe Tränen in den Augen vor Lachen. Warum bist du so? Wie? So unfreundlich, destruktiv und arschig. Trolle trollen. Richtig. Schon klar, dass du nicht helfen willst. Du kannst es gar nicht. Du bist nicht geschickt und klug genug, um den Kobold zu fangen. Ich kann alles besser als du. Das steht schon mal fest. Aber beweisen muss ich dir gar nichts. Ah, guter Versuch. Naja, macht nichts. Eigentlich mag ich die Kobolde sogar. Um ehrlich zu sein, bin ich sogar stolz auf sie. Hab schon bessere gesehen. Ja, aber mich würde es sehr ärgern, wenn jemand die Kobolde verscheuchen würde. Hm? Sprichst du mit mir? So kann das doch nicht weitergehen. Willst du dein ganzes Leben lang wirklich nur ein unbeliebter Störenfried sein? Einer, der anderen das Leben schwer macht, ohne jemals selber etwas zu leisten? Bla bla bla. Was ist?
Ist dir gerade deine eigene Dämlichkeit aufgefallen? Du... Willst du dich entschuldigen? Ha! Loser! Das war unerfreulich. Okay, der erste Troll, oder der erste Kobold ist schon mal weg. Und wir haben hier noch diese komischen... Ein Hebel. Keine Ahnung, was der tut. Dann schauen wir einfach mal nach. Ach, da geht hinten... Entschuldigung. Fenster auf. Und... Ah, hier geht das zweite Fenster auf. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung, wie man das machen könnte. Moment, da gibt's doch... Wir haben ja gerade eben schon diesen einen Kobold angestoßen, aber unten war zu. Das heißt, wenn jetzt auf ist, dann müssen wir ja eigentlich nur, wenn der Kobold wieder irgendwie so in der Mitte... Komm, sei lieb, geh nochmal in die Mitte. Sei lieb, komm, flieg, 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 flieg. Er fliegt wieder. Jetzt ist er vorm Fenster, jetzt schnell auf. Und tschüss. Tschüss. Und jetzt ganz schnell zu beide wieder. Einmal. Und den zweiten zu. Komm, ganz schnell zu. Das ist es. Ich habe ihn ausgesperrt. Jawohl. Okay. Zweiter Kobold ist weg. Den Wandteppich haben wir auch schon mal. Der Wandteppich ist in einem miserablen Zustand. So wie alles hier. Die Farben sind verblasst und... Hey, da ist sogar ein Faden lose. Oh, zieh nicht an dem Faden. Der Teppich scheint magisch zu sein. Erst war es nur ein ganz kurzer Faden. Jetzt ist er bestimmt 4 Schritt lang. Ich reiße ihn durch und nehme ihn mit. Magischen Faden kann man immer gebrauchen. Okay. Ja, ich dachte, jetzt löst sich der ganze Teppich hier auf. Gut, raus... Können wir wahrscheinlich noch nicht hier? Die Tür zur Zaubererschule besteht eigentlich aus mehreren Türen. Eine für große Wesen wie Trolle, eine für Menschen und Elfen und dergleichen. Dann gibt es eine für Zwerge und Gnome und eine für noch kleinere Wesen. Das soll symbolisieren, dass jeder in der Schule willkommen ist. In der Realität werden allerdings fast nur Menschen Magier. Ich bin der erste Nichtmensch seit vielen Jahren, der es zum Diplom-Magier geschafft hat. Hoffentlich bringt das andere dazu, es auch zu versuchen. Ja, schauen wir einfach mal. Haben wir hier sonst noch was, wo wir interagieren können? Wir können nochmal mit dem Troll reden. Der ist zu heiß. Da oben sind noch ein paar Spinnweben, die konnte ich vorher auch gar nicht. Das sind die Spinnweben, die ich für Direktor Bloch entfernen soll. Nicht nur, dass es sehr viele sind, sie hängen auch deutlich zu hoch für mich. Okay, da können wir nichts machen. Dann schauen wir nochmal bei uns hier rein. So, dort oben ist auch immer noch einer. Und der scheint sich hier auch gerade ein bisschen zum Erholen. Hey, lass das! Er hat das Bild dieser hübschen Prinzessin geküsst. Besser, ich bringe sie in Sicherheit. Okay, wir haben ein Märchenbuch. Können wir hier irgendwas mit dem machen? Alter Faden geht nicht. Kitschiges... Er hätte das Buch bestimmt gerne wieder. Aber wenn ich es ihm gebe, würde er nur damit davonfliegen. Ja, das wäre doch gar nicht so schlecht. Betracht. Okay. Was haben wir noch? Fischgräte. Oh, hier war was. Ich könnte den Faden durch den Haken am Ende der Gräte ziehen und hätte dann eine Art Nadel. Na perfekt. Hat funktioniert. Und ich kann sogar nähen. Mama hat es mir gezeigt, während Papa Sydney Schweißen beigebracht hat.
dann haben wir jetzt Nadel und Faden. Okay, sehr schön. Automatisierungszauber geht hier nirgendwo. Die Feuer, okay, geht auch nicht. Kann ich die irgendwie mit dem Kobold benutzen? Nee, benutze Zauberstab? Nee. Nadel und Faden auch nicht. Na ja, gut, dann müssen wir uns noch mal ein bisschen umschauen hier. Hilft wohl nichts. Wenn ich Feuer brauche, könnte mir der alte Feuermacher vielleicht weiterhelfen. Ah. Nichts. Entweder ist er kaputt oder es fehlt Treibstoff oder ich bediene ihn nicht richtig. Ich müsste mehr über ihn herausfinden. Okay, in der Anleitung stand vorher drin, wir brauchen dafür Gas. Die Pflanze drüben hatte doch so ein Gas. Und wir haben hier so einen Blasebalg. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich halte mir die Nase zu. Das Gas stinkt wie Gas. Komm. Da ist das Gas. Jetzt müssen wir schnell sein. Hopp. Ja! Hab sie. Okay, und jetzt können wir das Gasgefilter. Ich glaube nicht, dass ich sie mit dem Gas erwischen könnte. Sie flattern ein paar Mal und schon sind sie aus der Gefahrenzone. Außerdem flattern sie ein paar Mal und sind aus der Gefahrenzone. Und ich habe eine stinkende Schule. Okay, also das hier ist es nicht, aber wir wollten das Gas ja eh hier drüben einfüllen. Und irgendwie muss ich doch diesen komischen... Also gut, wenn dieses Gas nicht brennbar ist, dann weiß ich auch nicht. Das war's. Die Maschine ist betankt. Okay, benutze Feuermacher. Jawohl. Wir haben Feuer gemacht. Okay. Ich bin der Herrscher des Feuers. Ich bin der Herrscher des Feuers. Wem sage ich das? Es ist niemand hier. Okay. Ah, und hier hinten kann ich jetzt auch in der Alchemie-Ecke arbeiten, oder? Nein. Mit etwas Glück komme ich durch den Tag, ohne eine Explosion zu verursachen. Gut, was gibt's sonst noch für Möglichkeiten? Wie kriege ich diesen blöden Flugkobold hier weg? Bei dem anderen hatten wir ja irgendwie Glück. Er war ganz verrückt nach dem Märchenbuch. Oder besser gesagt, nach den Bildern der Prinzessinnen darin. Das gehört sich nicht! Wenn ich das Märchenbuch der Pflanze gebe, haut er vielleicht ab. Locke den Kobold mit dem Buch in die Falle? In was für eine Falle? Na gut, dann machen wir es mal so. Vielleicht kann ich ihn in eine Falle locken. Hey, schau mal, das Buch. Ha, zack, jetzt habe ich dich. Naja, irgendwie. Eingesperrt an einem dunklen Ort, zusammen mit dem Märchenbuch. Zeit für Verhandlungen. Okay, also, diese Aufgabe haben wir schon mal gelöst. Aber wir müssen irgendwie noch probieren, jetzt das Feuer rüberzubringen zum Kamin. Der Automatisierung. Ich verbrenne doch keine Zaubersprüche. Okay. Die sind wertvoll und ich kenne nicht sonderlich viele. Okay, Entschuldigung. Leere Packung. Ich glaube nicht, dass der Karton gut brennt. Zumindest nicht so gut wie Papier. Notizblock. Ja, ich könnte das Feuer wohl mit Hilfe des Papiers bis ins Lehrerzimmer bringen. Aber da sollte dann schon ein vorbereiteter Kamin auf mich warten. Okay, also den Notizblock
brauchen wir da drüben dann? Dann gehen wir nochmal ins leere Zimmer und sprechen mit dem Depp von Bloch. Oder hat unser Troll hier noch irgendwas für uns? Hallo? Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Ach, schade. Ich hätte mich gern mit ihm unterhalten. Gut, wir reden mal von unserem Erfolg hier. Hallo. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Wegen der Aufgaben. Wegen der Aufgaben. Ja. Gibt's. Wenn ich die Eingangshalle schon reinigen soll, gibt es dann wenigstens brauchbare Putzutensilien hier? Der Hausmeister-Troll wurde entsprechend versorgt. Fragen Sie ihn. Er will mir nichts abgeben. Sie sind Professor, er ist Hausmeister. Setzen Sie sich durch. Die Spinnweben in der Eingangshalle hängen sehr hoch. Und? Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen. Aber ich bin ein eher durchschnittlich großer Gnom. Das kann keine Entschuldigung sein. An die Arbeit. Ich dachte, die Kobolde haben wir jetzt entfernt. Kann nicht der eine oder andere Kobold einfach hier in der Schule bleiben? Immerhin sind es magische Kreaturen. Die Schüler könnten sie untersuchen und mit ihnen spazieren gehen. Randalierende Kobolde in meiner Lehranstalt? Dazu wird es nicht kommen. Sie müssen weg. Habe ich sie Schade. Nicht alle entfernt? Wegen des Kaminreiseplans da drüben. Ja. Darauf sind für diese Schule gleich mehrere Kamine eingezeichnet. Natürlich. Große und wichtige Gebäude können mehr als nur einen Zugang zum Kaminreisenetzwerk haben. Einer davon scheint in der vermissten Bibliothek zu sein. Guter Gedanke, Wetterquarz. Untersuchen Sie das. Bin schon dabei. Aber selbst wenn der Kamin noch zu erreichen wäre, braucht man für die Benutzung des Netzwerkes nicht ein spezielles magisches Pulver? In der Tat. Man benötigt extrem seltenes und wertvolles Kaminreisepulver. Nur hochrangige Staatsbedienstete erhalten kleinere Mengen davon. Danke. Wetterquarz, haben Sie mir nicht zugehört? Nur Beamte höheren Ranges erhalten etwas für den persönlichen Gebrauch. Aber ich dachte, ich soll die verschwundene Bibliothek finden. Natürlich, aber doch bitte ohne mein Kaminreisepulver zu verschwenden. Okay, an das müssen wir irgendwie kommen. Ohne Ihr Kaminreisepulver wüsste ich nicht, wie ich in die verschwundene Bibliothek kommen soll. Das ist Ihr Problem. Ich stelle die Aufgaben, Sie lösen sie. Oh, oder versuchen Krottel. Es zumindest. Was ich noch wollte. Ich habe den Hausmeister-Troll kennengelernt. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich bin auch nicht begeistert davon. Trolle sind missmutig, langsam und unverschämt. Aber lustig. Aber was sollen wir tun? Sie haben den Hausmeistermarkt fest in Ihrer Hand. Wir müssen damit leben. Immerhin konnten wir einen guten Vertrag aushandeln. Wie meinen Sie das? Paragraph 1, Absatz 1. Der Troll darf mit keinem Schulangestellten oder Schüler sprechen, sofern er nicht explizit dazu aufgefordert wird. Okay. Warum haben so viele der Zettel auf Ihrem Schreibtisch ein Loch in der Mitte? Das ist die Luftpost. Man steckt die Nachricht auf den Schnabel der Brieftauben. Kein optimales Verfahren. Erstens hat man zwangsweise Löcher im Papier und zweitens fliegen die Tauben laufend gegen Felswände. Ich glaube, dafür gäbe es eine einfache Lösung. So? Man könnte die Briefe einfach direkt auf die Tauben schreiben. Solange es weiße Tauben sind und man schwarze Tinte benutzt, müsste der Text gut zu erkennen sein. Kein schlechter Gedanke. Nur macht das die Archivierung schwieriger. Ihnen scheinen Akten sehr wichtig zu sein. Ordnung ist sehr wichtig. Akten sind ein Werkzeug dafür. Ich habe einen Zauberspruch-Schnellhefter. Löblich. Vielleicht können Sie dann hiermit etwas anfangen?
Oh, was haben wir für einen Zaubersprüche bekommen? Haben in meinen Akten nichts zu suchen. Archivieren Sie ihn, Herr Kollege. Gern. Was ist es für ein Zauberspruch? Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Nur zu. Okay, möchte ich jetzt gerade mal gucken. Betrachte den Zauberspruch. Ein Zauberspruch? Jemand hat an den Rand eine Notiz geschrieben. Direktor Pinkerton. Dieser Zauberspruch kursiert momentan in der Schule. Er öffnet Laschen, Knoten, Schleifen und dergleichen. Es gibt fast keinen Schüler oder Lehrer mehr in der Schule, der hochgezogene Hosen vorzuweisen hat. Wir müssen dem dringend Einhalt gebieten. Wie es scheint, lässt sich Magie nicht nur für ernsthafte Dinge einsetzen. Okay. Was fehlt noch in dem Kamin? Damit wir das Feuer rüberbringen können mit dem Notizblock. Schauen wir mal. Das ist ein guter Anfang. Allerdings kann ich das Holz nicht direkt anzünden. Es ist zwar trocken, aber so leicht fängt es dann wohl doch nicht an zu brennen. Okay, dann müssen wir hier noch irgendwas verbrennen? Lieber nicht. Das Blatt wird nicht ohne Grund in der Akte des jungen Allardyce gewesen sein. Leere Packung. Den leeren Hasenfutterkarton brauche ich wohl nicht mehr. Jawohl. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch... Oh, was kann ich mit dem Papierschwan machen? Hey, das ist nicht irgendein Blatt. Das ist doch... Tut mir leid, Schwan. Tatsächlich. Noch eine Buchseite, beziehungsweise ein gefaltetes Blatt, auf das insgesamt 4 Seiten gedruckt sind. Wenn ich mir die Seitenzahlen des ersten Blattes und dieses Blattes ansehe, scheinen mindestens noch 5 Blätter zu fehlen. Oh nein. Ist das jetzt wirklich so ein, suche mir alle Seiten zusammen? Okay, schauen wir hier mal, was wir hier noch haben. Wir haben die Treppe, die Spinnweben. Ja, und worum geht's jetzt in diesem... Moment, welcher war das jetzt hier? Angeknabbert und mit Notizblock, launischer Zauberstab. Wo 2 Seiten sind, gibt es auch noch mehr. Anhand der Seitenzahlen würde ich sagen... Ja, okay. Gehen wir rüber und jetzt starten wir das Ganze hier mal, indem wir... Mist, der ist wieder rausgekommen. Hallo? Hörst du mich? Nein? Ich hab nichts gegen dich. Aber du musst die Schule verlassen. Hier drin ist es zu gefährlich für euch und ihr stört den Betrieb. Ich öffne jetzt langsam die Tischplatte und du kommst friedlich mit. Einverstanden? Also gut. Oh, er hat so ein Vertrauen. Au. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich sollte das Beste daraus machen. Ich verstaue ihn sicher in der Federmappe hier. Oh, ich glaube, er ist schon aufgewacht. Und er ist auf Krawall gebürstet. Jawohl, wir haben den Erfolg, Kammerjäger. Okay, also die Kobolde sind erledigt. Dann schnappen wir uns schnell das Feuer hier. Angeknabberter Notizblock, entzünde mit dem Papier. Ich reiße ein Blatt aus dem Notizblock in Streifen. Die sollten ausreichen, um das Feuer bis zum Kamin zu bringen. Versuchen wir es. Okay, dann müssen wir uns jetzt nur beeilen. Schnell, komm. Los, 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 los. So, ab ins leere Zimmer. Und benutze Papierstreifen, entzünde den Kamin. Geschafft. Nun mach schon, brenn. Haben Sie etwas gesagt, Professor Wetterquarz? Ich bin nur gerade dabei, Feuer zu beschwören, mit meinen magischen Fähigkeiten. Oh, Feuer! Komm herbei!
Tada! Sagte Herr Professor, fackeln Sie uns nicht gleich den ganzen Turm ab. Verzeihung. Über das Ergebnis kann man sich nicht beschweren. Aber wie kann es sein, dass ich Feuer beschworen habe, obwohl ich nur mit dem Stab herumgefuchtelt habe? Das gefällt mir nicht. Okay. Ja, es scheint wohl mehr daran zu liegen, dass wir hier... Ein prasselndes Feuer. Man spürt schon, wie es im Raum langsam wärmer wird. Aber die Wärme ist nur ein positiver Nebeneffekt. Das Feuer soll mich zur verschwundenen Bibliothek bringen. Richtig, aber dafür brauchen wir ja hier noch das Döschen mit Kaminreisepulver. Und wie wir das schaffen werden, das schauen wir uns dann morgen in einer neuen Folge an, hier bei The Book of Unwritten Tales. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Bis dann, ciao, ciao.